Haben Sie Angst vor Asiaten? Ja, panisch. Gut. Ja, so gut fehlt an dich jetzt nicht. Ich finde das gut, denn wir wollen die Informationen. Und wenn du sie uns nicht verrätst, bringe ich den Japaner rein. Oh, scheiße. Warum hat das so lange gedauert? Ein chinesisches Pärchen hat mir heute am Brandenburger Tor ein iPhone 10S geschenkt. Den Rest habe ich nicht verstanden. Okay, ich glaube, die wollten, dass du ein Foto von ihnen machst. Nee, glaube ich eher nicht. Kann ich freilich jetzt. Ja, aber das ist noch mehr von denen. Wie sollen wir hier rauskommen? Die habe ich schon alle getötet. Was? Du alleine? Alle? Ja, waren nur zwei. Einmal draußen vor der Tür, einmal der Rat hier, der im Raum war. Ja, wie soll ich dir das sagen? Bist du eigentlich komplett dumm? Es gibt doch viel mehr von denen. Aber warum kommt gerade keiner, um uns aufzuhalten? Das ist aber nur, weil unser Dialog noch nicht zu Ende ist. Was hat das damit zu tun? Wenn die in dem Video wiederkommen und wir unser Dialog noch nicht beendet haben, siehst du auch nicht mehr so schön. Okay, wenn du das sagst. Guck mal, ein Vogel. Cool. Warum fliegen die Vögel eigentlich immer im Winter nach Süden? Weil es einfacher ist, als zu Fuß zu gehen. Dreckste. Ich bin übrigens Dichter. Gestern habe ich gedacht, dabei habe ich gelacht. Ja, weil du nicht denken kannst, ne? Nee, also ja, aber egal. Du fragst, warum? Keine Ahnung, bist du dumm? Krass. Ich weiß. Falsches Deutsch. Und du bist ja rassistisch, oder was? Hm? Warum? Nicht ich weiß. Ich bin weiß. Achso. Ich hatte heute jemanden. Versteck dich. Okay. Was ist? Nee, ich esse nicht. Es war gerade jemand, der meinen Kollegen getötet hat, um dich zu retten. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass du denkst, dass ich nicht so behindert bin, wie ich es einfach sagen würde. Und dass das ein Witz war. Aber ich hab's ja gerade gesagt. Und das war auch kein Witz. Ah ja, genau. Das soll ich dir jetzt glauben. Ich glaube, ja, mein Kollege hat sich selber umgebracht. Naja. Du, schon lustig. Das erinnert mich an gestern, wo ich unseren neuen Praktikanten gegessen habe. Der dann was mit seinem Messer gebracht und ich dann so, ist er mit deinem Messer? Und der dann so, ja. Und ich daraufhin so, was denn? Und er dann so, das ist eine Gabel. Und ich lach mich tot. Ah, okay. Bist du eigentlich behindert? Ja, aber nur teilzeitig. Ich arbeite auch noch hier. Ach so. Hey Boss, hier ist jemand an der Tür, sammelt fürs neue Schwimmbad. Okay, gib ihm mal einmal Wasser mit. Wo haben wir den Eimer? Ach, ich zeig's dir. Ist der weg? Ja, ist weg. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Keine Ahnung. Ich dachte, du hast einen Plan, wenn du hier reinkommst. Nee, mehr Plan habe ich nicht. Okay, solange er weg ist, haben wir noch Zeit. Da sind die Eimer. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde vorschlagen, die laufen einfach raus. Naja, sind dann echt Leute, die uns wieder einfangen? Okay, ich muss wieder zurück. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir versuchen nur, das anscheinend nichts zu tun. Naja, okay. Verpflichtung. Warum hat der Baustelle erschossen? Keine Ahnung. Ah, okay. Lol. Der hat sie wahrscheinlich gegessen. Warum sollte ein Papi Gutes selber essen? Die kann sich noch nicht mal bewegen. Keine Ahnung, war eine Ente. Ist doch egal. Du bist frei, jetzt können wir gehen. Den Lamm oder ich scheiße. Verlesen. Ich meine, ich schieße. Scheiße. No pun intended. Lol. Wenn es dir gefallen hat, kannst du den kostenlos abonnieren. Hier ist der erste Teil von dem Comedy-Video, wenn du nicht gesehen hast. Hey! Lol. Naja. Jetzt geht's los. Wieso ist das Wort so scheiße auszusprechen? Ein chinesisches. falsch Deutsch. Und du bist ja rassistisch oder was? Rassistisch oder was? Rassistisch. Und du bist ja rassistisch. Und du bist ja rassistisch. Okay, gib ihm einem einer. Gib ihm einem einer. Bin ich dumm? Keine Ahnung. Ich würde sagen, versuchen. Keine Ahnung. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, kannst du ihn hier angucken, um die Story zu verstehen. Hier sind alle anderen Comedy-Videos, die ich mal gemacht habe. Und natürlich noch mehr davon. Woo! Und hier kannst du dich abonnieren. Kostenlos.